Ja. 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 Ich kann nicht ins Telefon gehen! Hey Kind, schläfst du noch? Ich hab dir gesagt, du sollst morgen früh hierher kommen. Anruf Pendel. Halt dein Maul, Vater. Ist ja los, ne? Ja, aber ich weiß nicht, was müssen wir machen? Gib mir den Schlüssel. Jetzt verpiss dich. Moin. Geh zum Markt. Hallo, Abel. Ich nehm den Karton. Ich schmeiß doch nicht auf den Boden, ey, sag mal. Doch, klar. Hey, Bruder. Ja. Digga, wie groß ist der Karton? Abi, bei uns ist normal dieser Karton. So, Speisekarte. Ich dachte, wir haben einen Dönerladen. Das sind doch keine Dönergerichte. Okay, ich hab Ribeye gekauft. Ramener für 200. Pogmas, Digga. Moin. Tomaten, 5 Stück. Wie, das geht im Tutorial nicht. Digga, lass mich doch bezahlen. Wir haben irgendwie noch irgendeine andere Scheiße gekauft. Digga, wie viele Tomaten wir haben. Okay, und jetzt? Alter, wie ich das filetiert habe. Okay. Und jetzt? Kohle auf den Grill. Digga, wer ist das jetzt? Baba, und dann legen wir den. Hier kann man einfach drauflegen. Dann. Wie du den hältst. Das fällt aber alles runter. Ein Stern? Das ist ja scheiße, oder? Ja, warte ab. Das ist hier nur am Anfang, die ist das. $100? Ja, aber ist auch halal gegrillt. Ja. Laden ist auf. Moin. Ey. Ich grill schon mal was. Kannst du noch mal Ribeye besorgen für uns? Oha, wir haben richtig Stress, oder was? Aber ich geh einkaufen. Was brauchen wir? Oh, okay, das ist ein bisschen eskaliert, glaube ich, gerade. Alter, Bro, ey, komm zu. Wir haben zu. Hier, ich geb dir eine Tomate. Ich wollte die Petersilie-Stücke. Junge, wieso geht das auf einmal so schnell, Digga? Was ist das denn? Bruder, das liegt ein Ei. Einfach ein Osterei. Hier, friss. Scheiße, was ist jetzt los? Junge, die machen hier auch noch Müll. Alter, ist ja übel stressig jetzt auf einmal. Hä? Der Vater sagt so, oh ja, alles entspannt. Auf einmal rennen die uns hier die Bude ein. Du machst noch, ne? Ich hol dir noch mal Petersilie raus. Ja, wir brauchen noch einen Teller. Oh, wir müssen noch spülen, ne? Ich glaube, wir können direkt jemand einstellen, ne? Habibi, es hat geschmeckt, ja? Komm, Ramadan wieder, ja? Digga, ist das, haben wir unsere Dönerbude die ganze Nacht auf, oder was? Ich hab gesagt, bist du, Abel, komm, geh. Freunde, wir wollen ins Bett, gucken auf die Uhr, es ist schon dunkel. Ich mein Laden, wenn ich sag, du gehst raus, dann gehst du raus. Wenn ich sag, du bleibst hier, verstehst du, was ich meine? Warum bist du so aggressiv? Hä? Ey, aber okay. Werden wir jemals einen Dönerspieß haben? Ja, natürlich. Geil. Ja, erstmal hier Feierabend, ist alles sauber, oder? Das ist wichtig, weil sonst kommt das Gesundheitsamt auch, weißt du? Wirklich? Ja, wirklich. Komm, wir gehen Feierabend Bier trinken, dann gehen wir nach schlafen. Ja, okay. Okay. Alter, wir können Dart spielen. Hallo, ich bin Kalle und das ist mein erstes Bier. Schon ab nach Hause. Junge, komm jetzt. Pass auf, Treppen. Oh, scheiße. Schweiter da. Okay. Also wir haben Pommes als Rezept freigeschaltet gerade. So, Fritteuse. Wir müssen auf Rezepte, dann sind wir bei Pommes. Zutaten, die wir brauchen erstmal. Kartoffeln, Ketchup, Mayo, Sonnenblumenöl. Alter, wie viel Ketchup und Mayo hast du geholt? Wir brauchen mehr Fleisch. Ich hole nochmal Fleisch. Aber wir können heute auch nur Pommes anbieten. Fleisch gibt auch gut Geld, oder? Ja, okay. Aber dann müssen wir gleichzeitig, also müssen wir zacki-zacki machen, ne? Ja, ja. Bruder. Ist es egal, welchen Teller wir nehmen? Ja, ne? Nehmen wir einfach den richtigen. Was ist denn der richtige? Der Runde. Der Runde? Okay. So, Ketchup. Mayo. Ein bisschen Zutaten verkackt. Naja. Oh, scheiße, unser Laden wird übelst eingerannt. Kebab ist schon alle! Ja, ich bin schon dabei. Kebab ist schon alle! Müssen noch alle bezahlen. Bruder, das geht dann so fix auf einmal, ne? Wir haben keine Teller mehr. Scheiße. Junge, das läuft hier aber auch, ja. Ja, wir brauchen Mitarbeiter, ey. Es geht gar nicht so. Digga, warum zeigen die mal ihre Eier? So, schnell abwaschen. Scheiße, die Pommes sind verbrannt. Meine Chicken Nuggets verbrannt. Alter, wieso seid ihr denn sauer? Wir haben keine Pommes. Doch, die haben Pommes. Die sind jetzt ein bisschen sehr gut durch. Das kannst du die Leute nicht verkaufen, ey. Scheiß drauf. 4-mal Ribeye haben wir noch. 3-mal Pommes, 3-mal Ribeye. Ab. Okay, bis morgen, Merhaba, danke, die Schicke leer. Mashallah, yes, yes. Ja, ist noch gut, kann man noch verwenden. Digga, wir haben zu! Wir haben noch ein Steak oder so. Ich weiß nicht, wie viele wir Fleisch, haben. Willst du Fleisch, Bruder? Komm bitte Fleisch, wenn Pommes willst, kannst du nach Hause gehen. Jawohl. Einmal Menü 2 haben wir noch. Mensch, haben wir es wieder mal geschafft. Was machen wir mit den Eiern, ey? Ich gebe jetzt Geld aus, okay? Ich habe auch schon ausgegeben. Ich habe Tische gekauft, ne? Ich kaufe noch ein paar Tische, würde ich sagen jetzt. So ist besser. Digga, du machst immer einfach das Licht aus. Machen wir jetzt. Zwischen Pommes grillen wie ein Verrückter, okay? Ordnungsamt? GEMA? Ist der von der GZ? Ja, ne, von Inspektor, der Typ. Bruder, ich glaube, Radio habe ich geklaut. Mach,
du Laden auf. Pass auf. Okay, Leute, schnell, Menü 1, Menü 2, schnell, schnell, kommst du denn essen, kommst du schnell, schnell, lecker, schmecker. Ich hol Nathalie. Wer ist das? Mitarbeiter, Arnold und Nathalie. Hey, was, Vadim, Abi, du musst Restaurant kommen, schnell, bitte. Wer ist der Waiter, Digga? Pfeffer, Digga, komplett verbrannt, zu viel Pfeffer drauf. Ey, kannst kein Fleisch hier stehen lassen mit dem, ey. Mach deine Pommes weiter. Ich rufe jetzt Gourmet an, ja? Juan, invite. Ich werde morgen da sein. Alles, auf alle! Die Leute können nichts mehr essen. Yeah. Digga, ich bin nur am Rumrennen. Ich bin richtig am Schwitzen. Ich habe schon 3 Kilo. Digga, warum ist die Mayonnaise in der Fritte? Alter, ist schon wieder alles leer! Was fressen die hier alle? Mach doch Fleisch! Da ist schon wieder alles alle! Pommes sind gleich fertig. Alles fertig noch. Guck hier, ganze Portionen. Wir können das unten, unterste Schublade in den Kühlschrank stellen. Pass auf. Morgen stellen wir das heute hin. Das ist kalt morgen. Was für morgen stellen wir? Ja, wir machen das einmal in die Mikrowelle. Das wird morgen schön warm gemacht. Dritter Tag. Oh shit, das ist wieder heiß. Guck mal, wie Bruder! Ich hab mir gegeben. Oha! Warte, das sind nicht wir. Das ist, guck dir das an. Das sind wir nicht. Menü 1 Pommes, Menü 1 Fleisch. Pommes. Ich mach jetzt Fleisch. Schnell, Menü 1. Ey, was für Fleisch? Wir haben Fleisch. Hola, Juan. Hola, amigo. Mein Name ist Juan. Ich bin hier als Meister des Schmerzes bekannt. Und jeder kennt mich als Juan, der Schmerzliebhaber. Digga, unser Laden ist voll! Wer ruft hier die ganze Zeit an? Gerne ein Telefon, Mann. Das ist ein Arsch. Er will Hähnchenbeine. Digga, wir haben keine Hähnchenbeine. Mach Mikrowelle. Chili ist locked. Chili ist lock, Mann. Das ist die ganze Zeit so ein scheiß Telefon. Der kommt mit dem Stress nicht klar, Leute. Ich sag, wie es ist. Alles schief. Und wenn ich sofort dieses Telefon aufhört zu klingeln, dann raste ich aus! Wer ruft denn an? Junge, ich weiß nicht, wer hier die ganze Zeit anruft, aber es klingelt ohne Ende. Wir haben es geschafft. Es klingelt immer noch. Ist bestimmt Gesundheitsamt. Oh, ich weiß, wer bei dir anruft. Einwohnermeldeamt bestimmt. Es hat aufgehört. Nicht verlängert. Ja, ich hab bei den Gegen angerufen. Wegen Visum, weißt du? Dein Traum ist Spieß. Das ist mein Traum. 320 Quadratmeter Restaurant for sale. Wenn wir 30.000 haben, dann können wir Kredit nehmen bei Bank. Und dann können wir große Restaurants, weißt du? Ja, nur schlafen. 4.500, los. Wir haben noch einen Dollar. Ja, und du hast 15. Du gewinnst. Hä? Aber du hast alles gewonnen. Hey, wir können die voll ficken. Wenn wir zum zweiten Mal spielen, können wir alles gewinnen. Nein, ich habe gar nichts gewonnen. Ich habe meinen Einsatz wieder zurückbekommen. Und das ist das Geld, was übrig bleibt, nachdem dein Einsatz noch weggezogen wurde. Wir können uns selber ficken, können wir. Runter vom Tisch, ab ins Bett mit dir. Ich hätte jetzt 15.000 ohne dich. Okay, können wir jetzt Dönermaschine kaufen? Machst du Dönermaschine? Mir ist scheißegal jetzt. Dönerspieß. So, ich hab eingekauft für Tomatensuppe, dass wir Tomatensuppe machen. Digga, niemand wollte Tomatensuppe machen. Oh Mann, ey. Ich kann mit dir echt nicht arbeiten, das ist Katastrophe. Gib mir Fett. Grüne Chili, Knoblauch. Am Spieß befestigen, Kebab. Bruder. Oh, gut, Bruder. Stark. So, zweimal Tomate, Kochtopfwasser, 1,2 Liter Milch, 0,2 Liter und Butter, 200 Gramm. Hast du noch Butter? Ich glaube, die Suppe ist fertig. Ja, passt doch. Mein anderes. Die ganzen Kunden auf einmal. Digga, wo kommt los, der? Alle Suppen kaufen. Wo ist mein zweiter Spieß? Die haben schon alles weggefressen. Wo ist mein Spieß? Bitte sag mir, wo ein Spieß ist. Wir haben keinen Spieß mehr. Wir haben keinen mehr. Wo sind die Spieße? Also, er kriegt es nicht mal hin, seinen Spieß zu behalten, ehrlich. Junge, wo sind die denn dann? Dimitri und Natalia, warum arbeiten die nicht? Hör mir jetzt zu! Junge, ich kann keinen Spieß mehr. Gubi Fortnite, Junge. Was für Spieß? 100 Euro? Max ist Stammkunde bei uns eigentlich, ne? Aber wenn der keinen Spieß bekommt, dann sucht er sich halt einen anderen Laden. Sag ich, wie es ist. Später, unter Kohle, ja. Dings ist alle. Keine Sorge, ich füll auf. Oh, Bruder. Mua, schmeckt so gut. 100% Bio. 100% naturell. 100% handgemacht, Bruder. Halt einfach deine Füße. Oh, so lecker. Oh, Abi, kommst du rein? Ja, schon. Super. Ich hab für dich kein Problem. Ich mach Suppe. Super. Wo ist meine Tomatensuppe? Wallabilla. Wallabilla. Du kannst nichts machen. Bist du blöd oder was? Hast du ganze Suppe weggelernt oder was? Bist du blöd, habe ich gefragt. Was stimmt nicht mit deinem Kopf? Was stimmt nicht mit deinem Gesicht? Du stehst hier Ladendecke. Du sollst nur ein bisschen Tomatensuppe in Schüssel machen. Was hast du gelernt überhaupt? Ha? Habibis, ich gehe Spielothek. Mir ist scheißegal jetzt. Ich gehe Spielothek. Ja, ich mach Laden zu. Chef, ich mach Laden zu. Sollen die Therapie machen da drin? Hast du sauber gemacht, alle? Ja. Morgen Gesundheitsamt wieder steht vor Tür, ja?
Nein, nein. Sie haben Rechnungen zu bezahlen. Guck, wir haben so gute Geld gemacht heute. Oh, hallo, hallo, mein Freund, kommst du hier auf unser Laden? Ja, Rakistan, super, immer essen, lecker, Tomaten, super lecker, Hühner, super lecker. Hast du gemacht, alles fertig? Ja, Köftespieß läuft, mach auf. Warte noch, warte noch. Was Köftespieß aufmache? Ich muss noch Hühnchen-Süppchen machen. Süppchen. Damals, weißt du, ich war 14 Jahre, ich bin noch gelaufen über Berg zur Schule. Halt doch mal die Fresse jetzt. Was halt die Fresse? Chef, was passiert hier? Was hier passiert? Was? Komm hier, guck. Ah, ist, gestern hat ein bisschen gewackelt. Ich habe Angst, wenn Tom kommt. Ich habe ein bisschen fixiert, weißt du. Dass okay, okay. Nichts auseinander kaputt. Ja, gut, gut. Andi Geld, komm, alle rein, mit dem 1, 2, 3. Habibi, ich mach einfach alles aufs Grill, ja? Alter, 5,0 Hindersuppe. Ich habe noch ein bisschen gepimpt. Du verlierst? Hä, hey, bist du schon wieder Spielo? Chef, bist du Spielo? Jackpot 8000! Alter, die haben den Köftespieß sowas von weggefressen! Alter, da war eine Sekunde weg! Olle, machst du schnell Schublade zu, ich kann nichts machen. Wir haben so viele Eier. Okay, Laden ist zu. Geh nach Hause, bitte. Los, Chef, schon wieder. Bist du wieder Spielo? Ja. Olle! Komm jetzt, den Scheiß mit! Alter. Was sind das für Zahlen? Casino-Zahlen. Ich kann das alles nicht mehr. Du machst Spieß, ich mach kurz Termin. Ja, ja. Ui, Memo. Lecker, schmecker. Ich hab Döner geschnitten. So, man muss schon gut schneiden, gut schneiden. Über neue Business, ja? Oh, du machst schon Ketchup vergessen. Ja, wir sind jetzt echte Dönerladen. Let's go. Guck mal, wie die Dönerteller nehmen, ja? Dönerteller, Dönerteller. Ich mach nur Spieß, mach nur Döner. Mein Leben ist gut, ja? Hast du schon wieder Geschäfte? Nein, nein, ich hab nur... Hast du ins Tool gekackt? Döner ist leer. Kein Problem, Problem. Super. Alles dreckig, ich muss alles aufräumen. Ich mach waschen, kein Problem. Einen Moment bitte, Döner-Teller gleich fertig, ja? Guck, komm, Döner-Teller-Pommes, alles dabei. Guck mal, ich mach alles essen, was machst du? Nix auf Klo, bleib, mach dir zu, ich was passiert da? Kannst du Teller machen, komm schnell, Süppi machen. Nee, wir haben doch zwei Kunden. Zu! Ist mir scheißegal, Geld. Nein. Nein, ich hab Feierabend, Chef, ist fertig, Arbeit. Ich verpiss mich jetzt, das ist dein Laden, scheiß auf dich, ich mach mir eigenes Business. Und wer macht Grillsteller? Ja, ist mir egal, du kannst selber grillen. Und im Wunderfeld hier? Will ich Spieß? Mach alleine. Du bleibst hier, nichts alleine machen. Ich geh wieder bei Friseur arbeiten. Tschüss. Du bist ein Arschloch, du!